der Bauernmöbeltischler ist ja der ursprüngliche Begriff des Tischlers. Das Berufsbild beinhaltet einmal das Bauen von Fenstern, von Türen, von Kleinmöbeln, genauso wie die Restauration. Sind eigentlich unsere drei Standbeine. Und in diesen drei Standbeinen werden auch die Lehrlinge arbeiten, mitarbeiten und so den Beruf in seiner Komplexität kennenlernen. Das sind 3 Jahre Ausbildung. Das heißt, das erste Jahr wird häufig als Berufsvorbereitungsjahr oder das erste Lehrjahr in der Berufsschule gemacht. Das hat den Vorteil, dass die Lehrlinge zweites und drittes Lehrjahr bei uns in der Firma sind, schon ein bisschen wissen, womit sie umgehen und sich dann mehr auf die konkreten Fertigkeiten und Fähigkeiten konzentrieren können. Ja, Tischler, weil ich arbeite gerne mit Holz. Mein Vater ist Zimmermann und da habe ich mich auch schon so ausprobiert und wollte aber einen anderen Beruf lernen, der aber auch mit Holz zu tun hat und deswegen Tischler. Ich habe mir viele Betriebe angeguckt, war bei vielen Vorstellungsgesprächen und habe mich dann für den Betrieb entschieden, weil also hier wird nicht produziert in Masse, hier wird vieles per Hand hergestellt und vor allen Dingen wegen der Restauration. Das gefällt mir. Die Anforderung ist zunächst erstmal, dass sie Liebe zum Beruf mitbringen, Liebe einfach mit der Hand zu arbeiten, handwerklich tätig zu sein. Sie müssen natürlich auch ein bisschen zwei rechte Hände haben, sonst funktioniert es nicht. Und den Willen, einfach eine ordentliche Arbeit abzuliefern. Und wenn man den Willen hat, Qualität zu liefern, handwerklich begabt ist, dann hat man alle Chancen, auch ein guter Tischler zu werden. Ich werde von den Kollegen gut unterstützt, auch von der Frau Rothe sehr gut. Wenn ich Fragen habe, wende ich mich einfach an jemanden und es wird sofort beantwortet. Ich wollte schon immer was mit Holz machen, viele Praktikums vorgemacht und dann halt hier das Praktikum gemacht und es hat einfach mich so mitgerissen, dass ich halt ja unbedingt anfangen wollte und die Frau hat mir halt die Chance gegeben, dass ich dann hier das erste Praktikum machen durfte und dann halt auch die Lehre hier und dann hat sie mich halt übernommen. Ich habe viel Selbstvertrauen gefunden, viel Erfahrung gesammelt auf den Baustellen und in der Firma auch viel gelernt. Ich werde das zweite Ausbildungsjahr und das dritte, also ich werde dann meine Ausbildung hier beginnen und werde nach der Ausbildung dann auch, ich denke mal, hier weiterarbeiten. Ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, jungen Leuten eine Chance zu geben, in unserer Region zu bleiben und zum anderen sich selbst den Nachwuchs auszubilden, um dann das zu erreichen, was man voraussetzt, was die jungen Leute können sollen.